Hallo, hallo und willkommen bei einer neuen Folge von World of Warcraft. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Oixlock und wir legen auch gleich los. Xylen ist auch da. Natürlich. Guck mal, wie viel kleiner ich bin als du. Ja, stimmt. Das ist ja wie in echt. Ein großes Problem. Fast zwei Köpfe hier. So, okay, wir sind hier bei dem nächsten Typen, wo wir irgendwie was auslösen können. Und wir machen das jetzt einfach mit Illidari. Ich habe alles geopfert. Was für Illidari? Was ja, habt ihr Illidari aufgegeben? Oder gehört zu Illidari? Ja, genau, der heißt Sevis. Sevis, ich muss euch opfern, um das letzte Tor zu aktivieren. Ich möchte, dass ihr mich opfert, um das Tor mit Macht zu erfüllen. Opfert Charok. Was, mich? So, der soll mich nehmen. Okay. Ich habe mich entschlossen, opfert mich, um das Tor mit Macht zu erfüllen. Was ist schon dabei? Soll er halt machen? Lasst euch nicht von der Macht der Legion. Oh mein Gott, der Geil. Ah, Todesursache. Woran bin ich gestorben? Warte mal. Moment. Aha, Öl ist ja geil. Kennst du das nicht? Nö. Ich vergessen. Danke fürs Töten. Ja, super, toll. Ja, was denn? Ist doch nichts dabei. Das war sehr selbstlos. Ja. Ich wollte ihn jetzt nicht töten, der hat mir ja nichts getan. Hast du recht. Außerdem hätte er sich wahrscheinlich eh gewehrt. Aber ich hab... Kann sein, aber ich habe mir auch nichts getan. Ja. Interessant. Natürlich hast du dir nichts getan. So wie ich verfügt auch ihr über eine unsterbliche Dämonenseele. Ihr könnt nicht wirklich sterben. Stattdessen... Schön, dass er mir erzählt, dass ich nicht sterben kann. Haha, ha, das weiß ich auch so. Ein Ork kann auch nicht sterben. Ja eben, ich bin aber gerade tot. Ich belebe mich halt jetzt dann nur wieder. Also das mit den Flügeln verstehe ich noch nicht so ganz. Die kommen so ganz plötzlich beim Rumhüpfen. Ja, vielleicht ist das so Zufall. Zum Beispiel, was mir jetzt einfällt, bei den Nachtelfen, die hüpfen auch meistens normal und manchmal machen sie ein Salto. Ja. Macht der auch ein Salto? Ja, macht auch ein Salto. Ah. Aber da ist... Hier bei mir ist passiert gerade gar nichts, ich hüpfe nur. Achso, weil das ist schon ein bisschen ungünstig, weil, weil der fliegt da nur geradeaus. Ah. Und dann, wenn du so seitwärts hüpfst, dann ziehst du plötzlich nach vorne und... Bisschen komisch. Naja, aber ist auch nicht schlecht. Dann hört man vielleicht mal auf, so viel rumzuhüpfen. Oh je, jetzt werde ich dann bei anderen Spielen wieder die ganze Zeit hüpfen wollen. Vor allem, weil ich glaube, wenn ich dann fahre, dann drücke ich E und dann Leertaste, dann komme ich aus dem scheiß Fahrzeug raus. Ja, das stimmt. Und dann fahren sie davon. Oh Gott, ich habe Angst. Die tun dir nichts. Ah, da seid ihr. Ist die lauter Ärsche. Fürst Illidan hat meine Shibara unter euren Befehl gestellt. Ja, natürlich. Hallo. Ja. Es ist warm. Einige Kämpfer sind in den schwarzen Tempel vorgedrungen. Nur drunter. Doch die Armee der Shatari wird zurückgeschlagen. Ja. Lass dich sauber machen. Unser Auftrag ist es, schnellstens den Sagerit-Aufsichtsstein zu besorgen. Zivilisiert. Schaltet ihre Stabilisatoren aus. So, wen sollen wir ausschalten? Acht Stabilisatoren. Quetsch diese Insekten, Belias! Ja, und die Stabilisatoren. Bam! Und nochmal, bam! Ich nehme einfach zwei Leinen hinterher. Ich bin außer Reihe. Der ist viel zu stark. Man muss die Stabilisatoren kaputt machen. Ja, hab ich jetzt auch. Das ist ja, jetzt sterbe ich gleich. Guck mal, der macht eine Salve. Ich habe einen Gesundheitsstein. Wo hast du einen Gesundheitsstein her? Weiß ich nicht, habe ich geschenkt bekommen. Was? Ja. Ich musste erst etwas anvisieren. Stirb, du Monster! Ich Diener muss näher ran. Das ist das jetzt? Ich brauche ein Ziel. Irgendwelche Diener und... Oh Gott, aber gerade noch so. Wow, das war echt knapp. So, warte mal. Mein Gesundheitsstein ist leider gebunden. Ich kann ihn dir nicht geben. Ess mal was. Ich hab immer noch einen. Ich zieh mir den mal. Wo kommen eigentlich deine Diener her? Ich weiß es nicht. Was ist das hier eigentlich? Magie aufzehren? Unterbricht den gewirkten Zauber. Ach so, das habe ich nicht gesehen. Hä? Wir können das Zauber hier unterbrechen. Ach da, das haben wir aber eben gerade erst bekommen. Ach so, als wir den getötet haben oder was? Ach so, das wäre praktisch gewesen. Unterbricht den gewirkten Zauber. Abklingzeit 15 Sekunden. Was ist das hier eigentlich? Geistersicht. Gestattet es euch Gegner und schätzt durch physische Barrieren. Aha, okay, weiß auch immer. Können wir eigentlich schon ein Talent verteilen? Nee, erst mit nur 90, okay. Ja. Oh, ich kann ihn noch muten. Du hast dann ja bald einen Level-Up, oder? Ja, geht noch.
So viel weiter hast du bin ich. Ich bin außer Reichweite. Oh. Ich komme nicht weg. Glaube ich. Jetzt kann ich das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Ja, wir müssen so sein. Oder einfach weg. Ich muss näher ran. Ich hänge fest. Ich bin schon nicht zu weit. Geil. Dann ja. Anstürmen, weg zu rechts. Vor dem Kampf. Du musst zuerst etwas anvisieren. Dann wegen dem Anstürmen. So. Und jetzt schnell weg hier. Schnell weg hier. Nicht langsam. Schnell. Ich häng mich mal wieder an. Hey, wir hatten Hilfe. Echt? Da war jemand dabei. Ah, deswegen nicht so einfach. Wart auf mich. Okay. Wenn ich vorbeigelaufen bin. Was? Achso, das bist gar nicht du. Du bist da, in die Richtung. Gut, dass du das gesagt hast. Oh, da ist ja jemand. Hä? Da war jemand hinter mir. Ja, ich. Nee, was? Feinde. Ach so. So. Komm her. Reite. Hähnchen. Ich wollte mir mal ein Haustier aussuchen. Ein Haustier? Ja. Habe ich auch Haustiere? Ich bin begleitet. Natürlich hast du Haustiere. Sammlung, was ist das jetzt schon wieder? Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Ach, da das ist doch jetzt diese, da kannst du dir so... Ja, mit dem Moggen irgendwie, aber irgendwie habe ich noch nicht ganz speichern. Gecheckt. Ja. Das ist mein süßer, kleiner, oh, tut mir leid. Oh, das ist ja richtig geil, ne? Au! Au! Wir müssen hier weg, aua! Das tut ja weh. Machen wir vielleicht später. Ja. Ich glaube, hier bricht gerade die Welt zusammen. Ich glaube auch. Ne, da oben wirft einer hier so eine Turbine runter. Müssen wir hier lang? Ich habe keine Ahnung. Ich schau mal in der Karte. Ja, wir müssen lang. Immer schön mit Plan an die Sache rangehen. Ja, natürlich. Alles andere macht im WoW gar keinen Sinn. Hängst du noch? Nein, ich laufe selber. Achso. Ich bin autonom. Autonom? Eindringlich. Ist das nicht hier? Euer Leben ist nein, wäre ich manuell, müsstest du mich steuern. Gibt's ja nicht. Stimmt. So gesehen. Was wäre hofft Illy dann? Selber schuld. So, da sind wir schon. Was ist mein Kampfgeist? Hier. Ausrüstung. Was? Ausrüstung? Hm. Ich will Ausrüstung. Vertraut auf Fürst die Spinnenfestung. Die Seelenmaschine und die Schmiede sind ihre Primärziele. Die Diener Illidans müssen siegreich sein. Ich suche mir jetzt auch ein Haustier raus. Wo bin ich denn hier? Wildtierführer, oder? Das ist genau. Ich glaube, so ein Kernhund passt doch super. Nee, nicht Kampf finden, auspacken. Ich pack meinen Kernhund aus. Wo hast du den gekriegt? Habe ich den auch? Den müsste ich auch haben. Was? Kernhund-Welpe. Hä? Heißt der Kernhund-Welpe? Ja. Wieso habe ich den nicht? Weiß ich nicht. Kernhund? Den habe ich halt irgendwo mal irgendwo gekriegt, aber wo weiß ich auch wo nicht. Wo hast du den denn her? Ja, weiß ich nicht. Ich habe nur ein geschmolzenes Kernhündchen. Macht doch nichts, war auch schön. Ich will auch einen Kernhund-Welpen, Mann. Ja. Gib ihn mir. Nein. Doch. Du musst nicht immer alles haben, ja? Ich sammle Haustiere, nicht du. Ja, ich sammle nebenbei auch. Und bevor du angefangen hast mit dem Sammeln, fangen wir klein. Hab ich schon 2 Jahre gespielt. Also. Was? Blödsinn. Ja, du sammelst erst, seitdem es dieses komische Zeug da gibt. Vergesst nicht, dass das Jein ist wie Pokémon angegriffen wird. Jein. Ich hab schon gesammelt, bevor du überhaupt wusstest, dass es WoW gibt. Doch, ist so. Da hatte ich schon lauter Spielzeug, meine Piccolo-Flöte und keine Ahnung was alles. Und jeder hat auf mich heraufgeschaut, weil er gesehen hat, boah, der hat lauter so komisches Spielzeug. Keiner hat dieses Zeug gesammelt, nur ich. Ja, ich hätte Taschenprobleme und so. Ja. Das macht nichts. Ich hab immer alles gesammelt. Ich hatte immer alles. Ich hab mitgenommen, was ich gekriegt habe. Ja. Wie kann ich und irgendwann, als dann dieses ganze Zeug einem hinterhergeschmissen wurde, habe ich dann gesagt, wenn es nichts mehr Besonderes ist, mache ich das nicht. Ja. Eine würdige Aufgabe für die Ex-Narbe.
abgemacht. Wie bei allen Sachen im WoW. Epix. Beeilen wir uns. Ich hab zum Beispiel den Kampfkraft. Ist kein Ort für Nachrichten. Hättest du dir damals auch holen können. Ja, aber will ich auch holen. Ganz ehrlich. Gibt's ja auch nicht mehr seit 8 Jahren oder so. Flanken gesichert sind. Ja. Darum müssen wir uns unbedingt kümmern. Oh, ich habe 50 Quests abgeschlossen. Apropos, wir haben Ausrüstung herbekommen. Ja. Hey, waren das nicht 2 Sachen, die wir bekommen haben? Ich dachte, es wären 2 Sachen gewesen. Naja, gut. Okay. Nehmen wir nur 1. Was ist jetzt los? Wieso? Achso, hast du Geister gesehen? Ja, hoppla. Ich wollte gerade sagen, das gibt's ja nicht da alles. Da kannst du Schätze sehen, warte. Hier irgendein Schatz in der Nähe. Ich weiß gar nicht, wie das dann aussieht. Dann ich sehe einen Schatz. Ach ja? Ja. Da hinten. Ich will den haben. Ich will einen Schatz haben. Yeah, wir haben bald ein Level ab. Ja, unser erstes. Ja, nicht schlecht, oder? Ja. Dann können wir ein Talent verteilen. Wusstest du das schon? Echt? Ja. Nee, wusste ich nicht. Interessiert mich auch eher weniger, weil die nicht so doll sind. Ehrlich? Wobei. Nee, die habe ich nicht. Ach so, ja, die Talente heutzutage sind nicht mehr so toll. Das stimmt. Sind schon okay. Es sind halt nur wenige, aber die, die man hat. Früher, dass man die Talente so schön jetzt. Würdet ihr eure Geister sich am Höhleneingang benutzen? Man könnte eigentlich, glaube ich, das ganze Spiel ohne Talente zu verteilen spielen. Und man würde trotzdem sehr viel Erfolg. Oh, jetzt. Ah, die Höhle ist zu. Jetzt sollen wir die Geister sich verletzen. Was passiert? Was können wir sehen? Aha, jetzt können wir sehen, dass da eine kleine Schatztruhe ist und Mobs. Ja. Cool, und wie kommen wir jetzt rein in die Höhle? Weiß ich auch nicht. Aber. Achso, jetzt können wir erstmal die Quest abgeben. Erstmal die Quest abgeben. Die sprengt das jetzt bestimmt mit Dynamit ja. auf. Die wollten halt gucken, ob es sich lohnt. Aber sie hatten halt schon die Vermutung, dass da was drin ist. Nicht entkommen! Illidari, Angriff! Ja, ich laufe schon mal vor. Nein. Okay. Oh, ich habe eine Kiste geöffnet, da war ein Gesundheitsstand. Er läuft tatsächlich vor. Ja, nur ein paar Zentimeter. Ich bin halt schon gelaufen, bevor du es gesagt hast, ne? Wo ist die Kiste? Hier drüben, hier drüben, hier drüben! Ja. Was kriegst du? Ein Gesundheitsstein. Oh, wolltest du denn deinen vorhin hier? Hast du da auch schon eine Kiste gefunden? Nee, einen Mob. Oh. Halt, das war falsch. Ich bin außer Reichweite. Der Siegen der Legion! Jetzt hier! Außer Anziehen! Was denn? Augenstrahl? Macht ja nix. Wie nix? 6K oder ja, was? Ja, das ist für mehrere Mobs. Ja, stimmt. So, und jetzt? Außerdem soll es 24.000 Schaden machen, nicht 6K. Ja, das sind die Werte. Wahrscheinlich war er halt nach den 6K tot, deswegen hat es 6K gemacht. Oh, wieso habe ich jetzt ein Level ab? Ach, das was getötet. Ja. Schau, das ist geil. Schau, reinstürmen. Umdrehen, nochmal stimmen. Das ist geil, das macht Schaden. Ich habe kein Ziel. Mein Leben ist einzig in der Gang der Bären. Ich habe vorhin vor allem die Reihenfolge verändert. Die Legion muss aufgehalten werden. Ich muss mich nicht erst etwas anvisieren. Ich habe alles geopfert. Aha. Was habt ihr aufgegeben? Das ist nicht verkehrt. Okay. So. Ich habe keine Seele. Tot. Ja, ich bin auch reingestimmt. Ja, zu spät. Nein, es hat Schaden gemacht. Ja, weil er schon tot war. Das ist zu weit entfernt. Eure Teufel machen euch nicht. Ja, das ist schon nicht schlecht, also macht schon Spaß. Wow. Aber ich stelle fest, das ist ein Nahkämpfer. Und du magst Nahkämpfer nicht so, gell? Doch, mittlerweile schon. Ich nicht, weil ich ihn nicht konnte, aber mittlerweile. Ich bin außer Reichweite. Questmob. Hier hinten. Achso, wo bist du denn? Ich töte gerade hier den Questmob. Hier gibt's nichts. Ich brauche ein Ziel.
kann ja gar nicht mehr. Ja, immer noch hier. Ich habe kein Ziel. Hast du den Questblock bekommen? Ah, nee, wir haben sie looten. Ah, nee, jetzt. Dann noch den übernehmen. Was ist denn eine Macht? Na, Mist. Dann musst du beim Töten da sein. Ja. Na, doll. Ja, dafür kann ich nichts. Ja, ich wusste ja nicht, dass du wieder in eine andere Richtung rennst, wenn direkt vor unserer Nase der Questmob steht. Ja, ich dachte, da hinten liegt was Besonderes. Oh, ich habe was Schönes gefunden. Einen Ring, einen blauen. Oh, ich auch. Das ist ja gemein. Ich dachte, ich hätte irgendwann was Schönes gefunden. 680, guck mal anziehen. Was mache ich eigentlich für Berufe? Gibt es eigentlich einen neuen Beruf? Gibt es da was Neues? Ich kann es Falsches sagen. Ich glaube nicht, aber... Wo ist überhaupt die Glyphe werfen? Glyphe werfen? Naja, haben wir jetzt. Was macht das eigentlich? Schleudert eine dämonische Glyphe nach dem Ziel. Körperlichen Schaden. Wieso hab ich das nicht? Kann bis auf 2 weitere Gegner überspringen. Hast du das nicht? Nö. Aber, haben wir doch gekriegt, das ist das? Wie hast du das gemacht beim Rivlern? Ja, das kann sein. Ja, Mädchen, ja. So groß war das nicht. Hätte das gekriegt und ich glaube, hätte nicht. Nee. Aber ich habe die Attacke bekommen. Echt? Ja, dieses Glyphe-Werfen. Hä? Habe ich wohl bekommen durch das Mob-Töten. Hä, hey, seltsam, aber ich habe das Glyphe-Werfen schon. Hey, wie kannst du fliegen? Weiß ich nicht. Ich bin so lange gehüpft, bis ich geflogen bin. Nee. Ich bin mehr als ein Kopf. Ich weiß es auch noch nicht, wie es funktioniert. Ich musste erst. Also, was macht dieses Glyphe-Werfen jetzt? Schleudert eine dämonische Glyphe nach dem Ziel, die so und so viel Schaden verursacht. Die Glyphe kann auf bis zu 2 weitere Gegner innerhalb von 10 Metern überspringen. Aha. Jo, mach ich. Muss man lange hier raus wahrscheinlich, ja. Ne? Ich bin meine Ordnung. Mach nicht. Das mag ich so an dir. So. Wir könnten auch mit Mammut reiten, gell? Ich schließe mir mal die Leiste. Dann kannst du immer bei mir aufsteigen. Du musst nicht selber latschen. Stimmt, das ist eine coole Sache. Ich kann nicht dran. Ich muss relativ aufsteigen. Inzwischen schon. Ja. Muss man nicht alles 20 mal kaufen? Ja. Wir yes. sind alles, was zwischen der Legion und unserer Vernichtung steht. Level up! Der Legion. Ja. Wir werden nicht lange durchhalten, wenn ihr diese Verwüster nicht vernichtet. Wir sind auf ihrem Weg über den Rücken hat Korvas eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Was geht nicht während dem Spiel? Man geht mittlerweile im Spiel. Früher hast du mit On dafür gebraucht. Mein Leben auf Einsatzplan. So. Questlog. Nee, nicht Questlos. Talente. Talente. Ach ja, Talente. Teufelsmeisterschaft. Erhöht den Schaden. Das ist passiert, das ist gut. Teufelsrausch um 30%. Was war nochmal Teufelsrausch? Teufelsrausch. Ah, dieses Anstimmen. Oh, das ist was für mich. Ah. Wenn Teufelsrausch mindestens ein Ziel Schaden zufügt, erzeugt ihr zudem 25 Leben. Das ist schon mal gut. Chaosstoß. Fügt ein weiteres. Guck mal, der hat eine Tankfunktion. Oh. Tank jetzt oder wird Schaden? Interessant für mich. Chaosstoß für einen weiteren zusätzlich 50% des Schadens zu. Ja, dieses Chaos-Spalten. Wo ist das? Ach, nee, Chaosstoß. Das ist lustig. Das, die Fähigkeit heißt Chaos-Spalten, ist aber für Chaosstoß. Okay. Blinder Jähzorn erhöht die Effektdauer von Augenstrahlen um 50%. Augenstrahlen? Ach, das ist das da. Ich nehme das Anstimmen. Ja, was nehme ich? Ich hab's mit dem Anstürmen nicht so. Das ist, glaube ich, auch eine gute Attacke. Weil ich nicht treffe und lecke. Treffen und lecken ist toll. Was erhöht ist die Effektdauer? Wie lange hält denn das? Verstehe ja da gar nicht. Das ist alles passiv. Nee,
da steht, es erhöht die Effektdauer von Augenstrahlen. Jetzt würde mich mal interessieren, wie lang die Effektdauer von Augenstrahl schon ist, aber das steht da nicht. Stimmt. Kanalisiert 45 Sekunden. Wo steht das? Ah ne, Abklingzeit ist 45 Sekunden, aber es kanalisiert. Ja, ja, genau. Wahrscheinlich gut, sprüht so. Er da nicht nur, sondern macht. Ja, ja, das ist mir schon klar, aber ich, das, ich nehme das jetzt einfach mal so. Habe ich was anderes? Klingt gut. Okay. So, was haben wir denn jetzt? Der leuchtet, so kann man was mit dem machen. Wer leuchtet? Der kann einem was erzählen. Soll er halt mir was erzählen. Ich habe alles geopfert. Kann er was halt tun. Was habt ihr erzähl mir was. Noch etwas? Nein. So. Nee, das müssen wir. Lasst euch nicht von der Macht der Legion überwältigen. Der Tod der Legion. Stimmt, der leuchtet. Voll die Leuchte. Denkt immer daran, so, okay, es da gibt kein höheres Ziel als die Vernichtung der Legion. Das wunderbar gemacht. Ich stelle Mammut, dann kommst du bei mir einfach ein. Ja. Rein. Gut, wie war das? Kaufen. Mal einen rausschmeißen. Ja, so. Juhu! Hallo? Was sucht ihr denn? Mach halt. Und tschüss. Na, mein Charakter. Achso. Schau, da brauchst du keine Orientierung mehr. Das ist völlig wurscht. Das ist sehr gut. Und du hast auch nicht das Problem, so, wo ist der denn jetzt schon wieder? Das ist sehr gut. Das hab ich nicht gesagt. Das hast, ja, das hast du aber gedacht. Doch das geht dich gar nichts an. Truppen okay. Schon zu ver. Ich würde mich ja auch schon wieder freuen, wir müssen hier runter, wenn ihr nur eine Chance nein. Hättet zu überleben. Nee, aui, aui. Warten. Aber da vorne müssen wir irgendwo hin. Ja, da ist irgendwo da hinten. Ja. Vielleicht kommt man ja von hier drinnen dran. Ja, ich denke. Wie amüsant. Selbst von hier oben fühle ich Angst, eure Angst. Sagt, ich hab keine habt Angst. Ihr je daran Angst, gedacht, euch uns anzuschließen? Das ja, stimmt, jetzt, haha. Haben wir irgendeinen Gegenstand, womit wir irgendwas kaputt machen können oder so? Anführer, nee. Meldet euch! Wir sind bei der Seelenmaschine auf heftige Gegenwehr gestoßen. Was müssen wir tun? Unser Angriff läuft. Ich stoße oh hinzu, Gott, wenn ihr den Aufseher angreift. Ach, die machen das, okay. Schlachtenfürst, meldet euch! Ja, jetzt suchen wir irgendwie natürlich bestimmt. Gardun! Ich muss mal raus. Wo möchtest du lang? Ja, hier wo bist du? Da, verkehrt. Da steht schon einer, der wartet. Ja. Bam! Bam! So greift man an. Oh, das ist er. Wer so. Greift mich oh, da was an? Haben wir da hinten? So, geht auch zu. Bam! Bam! Ich hab mich getroffen. Haben wir eigentlich schon genug Dings für eine Inni? Ach so. Nee, wir brauchen 680 und haben 666. Das ist zu weit entfernt. Ja. Du hältst wieder alles auf. Kann gar nicht sein. Wegen mir geht dir überhaupt erst vorwärts, ja? Ja, das stimmt. Meine Legs bräuchte ich durchaus länger. Ja, wir laden, glaube ich, gerade noch Videos hoch. Ich das nächste Mal bitte. Kein ich habe kein Ziel. Es wundert mich sowieso, dass wir beide WoW spielen können, dass das überhaupt funktioniert mit der Leitung. Ja, so viel braucht es nicht. Also im Raid wäre es dann natürlich ein bisschen was anderes, aber so einzeln alleine, da das geht das könnte ich vergessen. Ich musste erst etwas anvisieren. Vor allem jetzt hier mal wieder neue Welt. Du kennst die andere Welt ja auch noch gar nicht. Nee. Ach, dann spielst du bestimmt. Ja. Oh, wie schön. So schön. Das ist Tradition seit 11 Jahren. Ja, das stimmt, das muss sein. Ich bin aus der Welt. Ah, schau mal, wie viel Schaden ich gemacht habe mit Augenstrahl. 61%, du nur 38. Also bei mir steht 60% aber gut. Was? Aber ja, ich hab wahrscheinlich dann gesamt. Stell mal auf Kampf. Augenstrahl macht Schaden, wenn warte, viele Mobs sind. Und dann der Kampf, ja, sehr schön. Ja. Ja, ich weiß, dass ich nicht mehr haben, weil ich gar nicht dazu kommen werden, bevor sie unsere Welt verbrennt. Ja. Anstürmen konnte ich sie, es hat sogar Schaden gemacht. Stimmt ein bisschen. 35.198. Oh, was ist hier los? Ich muss näher ran.
das für ein... Wieso hat der einen Stern außen drin? Wer hat einen Stern? Da oben. Ich bin auch. Vorher, dann gehen wir mal für den Stern, oder? Sterne sind ja eigentlich Rahmen. Oh, das ist schön. Die werden jetzt dann Rahmen. Oh, jetzt habe ich aber auch einen heftigen Weg. Sehr gut. Das ist cool, dann fühlt man sich plötzlich sehr stark, wenn plötzlich dann alle Attacken auf einmal kommen. Cooldown gibt's nicht. Nur Lex. Der hier, oder? Treiben wir nicht denselben Mob gerade an? Doch, ich glaube schon. Okay. Also irgendwo da oben, da ist ja ein Pfeil nach oben. Ich sehe, was du meinst. Mein Leben dient einzig dem Untergang der Erde. Ich helfe dir. Ich musste erst etwas analysieren. Tausende Schnitte. Das ist nicht blöd, aber wenn man es nicht drücken will, dann schon. Dann ist man plötzlich weg vom Mob. Ah, hier. Schau mal. Dicker Boss. Ah. Darf mit dem nicht aufgeben. Darf nicht aufgeben. Welch eine Blamage. Oh. Du hast das ist zu weit entfernt. Ich bin aus der Reichweite. Nee, Kupfenball, wenn die nicht gestört werden. Ich hab Eier. Ich auch, ich bin reich. Ich auch. Hier dran, hier. Stirb, Mädchen! Stirb! Mann, machst du viel mehr Schaden als ich? Oh, da ist was. Ich hab ihn episch gekriegt. Mann, ist blau. Ja, dann sind wir ja wieder quitt. Ich werde euch rächen, Geliebter! Wer wird sich rächen? Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll, dass nur Sachen für die Klasse droppen. Ich habe euch beschämt. Cool. Ich gebe mein Leben, wenn nötig. Ich schwöre es. Was denn? Ja, wir sind eigentlich fertig mit der Folge. Ach so. Ja, was machen Ach, das ist so ein Ziel. Auch ein Ziel. Schaut, ob es hier noch mehr davon gibt. Das ist ein Ziel. Das macht gerade so viel Spaß. Ja, das muss ich zugeben. Das macht und dann müssen Spaß. Wir eh zurück, oder? Nee, nicht ganz. Aber dann haben wir nichts. Dieser Dämon stirbt durch tausende Schnittwunden. Ja. Wahrscheinlich könnten wir uns hinten aufklappen. Ich muss näher. Ja, aber dieses. Ich habe kein Ziel. Hier. Ja. Ja. Ist ja egal. Ich musste erst etwas analysieren. Ich mach trotzdem den Schaden. Ich mach gar nichts. Ich bin aus der Reichweite. Tada. Ja. Okay. Das ist zu weit entfernt. So sehr, wie ihr nur sterben könnt. Genau, freiwillig aber. Ich muss näher ran. Geht down. Da, 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 da. 97%. Die droppen alle dasselbe. Nix. Ja, diese komischen. Kannst du den da unten an? Ja, ich weiß nicht. Das ist zu weit entfernt. Ich habe überlegt, ich komm nicht mal dran. Sicher, ich weiß alles. Kommt sie. Okay, dann. Okay. Ich bin außer Reichweite. Da hinten ist so ein Ding. 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 Hier hinten. Also Prozent, ja. Aber jetzt sind wir eh gleich fertig. Yeah! Okay. Ach, das war's. Ich greife noch eine Spinne an. Wo bist du denn? Ah, da hinten. Ich bin da, gekommen, auf der Minimap, um zu zählen. Welcher Punkt? Ich bin ein lila Punkt auf der Minimap. Du bist ein Punkt, du bist zwei. Schade. Na dann, kann man hier jetzt. Ja. Okay, warte. Spinne will noch mit auf die Augen. Hallo Spinni. Ein kurzer Auftritt, ein sehr kurzer Gastauftritt. So. Na dann. Ja.
bis zum nächsten Mal. Warte mal. Ja, also es hat mich wieder mal gefreut. War echt eine nette Runde. Ja. Danke, dass du mich dazu überzeugt hast, dieses Spiel hier zu spielen. Na, hab ich doch gern gemacht. Ja, gell. Und wir sagen ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Peace, you all. Tschüss.